Hallo, liebe Golffreunde, hier ist Christoph Bausig von Progressive Golf. Einfach besser Golf spielen aus dem GC Linz. Es ist ein wunderschöner Tag heute, die Sonne scheint und ich habe mich etwas in den Schatten gehaut, dass ich euch ein paar Sachen erzählen kann über die Erhöhung der Schlierkopfgeschwindigkeit. Ich habe ja eine Umfrage gemacht vor ein paar Tagen, wo ich euch gefragt habe, wollt ihr hören, wie man schnell in Schwung kommt? Oder wollt ihr wissen, wie man ein paar Konzepte lernen, wie man mehr Schlierkopfgeschwindigkeit bekommt? Und eindeutig mit 77% zu 23% hat natürlich die Schlierkopfgeschwindigkeit gewonnen. Und begrüße die ersten Zuschauer. Danke, dass ihr zuschaut. Ich gehe gleich in die Materie rein und werde dann ein bisschen später am Ende Frage-Antwort stellen. Also bitte seid geduldig, ich versuche das Konzept jetzt hier, was ich hier vorbereitet habe auf dem Zettel, kurz durchzumachen. Okay, das sind meine Top 7 Konzepte zur Erhöhung der Schlierkopfgeschwindigkeit. Okay, und Konzept Nummer 1, was viele Golfer machen könnten, um mehr Schlierkopfgeschwindigkeit zu bekommen. Übrigens habe ich heute einen Linkshänderschläger in der Hand, der jetzt hoffentlich, weil ich auf der Frontkamera als Rechtshänderschläger rüberkommt, falls es inzwischen die Software geändert hat, bitte sagt mir, ob ich Linkshänder bin oder Rechtshänder, bitte. Also, was ihr haben wollt, ist, um viel Schlierkopfgeschwindigkeit zu bekommen, ihr wollt dieses Griffhänder hier am Ende des Aufschwungs möglichst nahe dem Ziel haben, okay? Man könnte auch einfach sagen, man möchte weiter aufschwingen, aber im Prinzip die Idee ist, wenn ich den Schlägerende hier näher dem Ziel habe, werde ich tatsächlich potenziell mehr Schlierkopfgeschwindigkeit erzeugen. Ob das einem gut tut, ist wieder eine andere Sache, aber vom Prinzip her ist es besser, dass man die Hände näher zum Ziel bringt. Okay? Nummer 1. Meine Nummer 2 ist ganz ein sehr stark übersehener Punkt eigentlich, auch in der Golfinstruktion meiner Meinung nach. Es geht um einen flachen Handpfad im frühen Abschwung. Was heißt das? Wenn ich jetzt hier aufschwinge und jetzt hier oben bin, bitte, ich bin jetzt als Linkshänder unterwegs und werde wahrscheinlich hier als Rechtshänder angezeigt. Ich schaue nicht so koordiniert aus, wie ich es normalerweise bin, gell? Also bitte nicht lachen, okay? Dann möchte ich ganz gerne sehen, wenn man hier aufgeschwungen hat, dass die Hände, oder man kann wieder das Griffende hernehmen, dass die ein kleines Stück zuerst flach weg vom Ziel gehen, okay? Hier weg vom Ziel gehen, bevor die Hände runterkurven. Dadurch passiert folgendes im Schwung, der Schwerpunkt des Schlägers, der bleibt etwas länger hinter den Händen versteckt und man kann dadurch etwas mehr Lag erzeugen zwischen Unterarm und Schaft. Und wenn jemand zum Beispiel hergeht und die Hände gleich steil hinunter bewegt, von hier nach hier, dann verliert man sehr viel Geschwindigkeit und das Center of Mass des Schlägers geht sofort raus und man hat sofort so einen Cast hier. Also, wenn ich steil runtergehe, passiert das. Wenn ich hier ein bisschen, nicht viel, aber ein kleines bisschen Richtung weg vom Ziel bewege, hier flach, dann kriege ich normalerweise mehr Geschwindigkeit. Und man sieht das ja auch, wenn man fischen geht, wenn man eine Angel rauswirft, dann bin ich jetzt kein Fischer, aber wenn man das macht, dann geht normalerweise die Angel runter zuerst in die Richtung und dann geht man mit den Händen stark hinunter, kurft hinunter und dieses Hinunterkurven wirft dann den Schläger, also die Angel raus, also die Angel, den Haken an der Angel raus und das ähnliche Prinzip ist hier beim Treiber, aber auch beim Golfschwung selber, dass man versucht ein klein wenig hier flach zu sein zuerst, bevor man runterkurft. Okay, das war Konzept Nummer 2, wie ich mehr Schlierkopfgeschwindigkeit bekommen kann. Konzept Nummer 3, auch eine Sache, die meiner Meinung nach viel zu wenig beachtet wird. Die meisten glauben oder viele glauben, oder man hört es auch sehr oft in den in vielen Büchern oder in Videos, dass man quasi aufschwingt, dann beginnt das Becken, dann beginnt der Oberkörper und die Hände warten eigentlich nur passiv, bis sie endlich nachkommen. Und ich sage euch nur eins, der Schläger wird sicherlich nicht, das Griffende wird sicherlich nicht von der Schwerkraft runtergezogen. Wenn sie das macht und wartet, bis das kommt, dann habt ihr maximal einen Over-the-Top-Move, okay? Ihr als Golfer müsst, nachdem ihr den Handpfad hier flach gemacht habt, diese Kurve hinunter müsst ihr aktiv machen. Das ist im Prinzip diese Aktion hier. Ja? Die müsst ihr aktiv machen
Und das kann sehr viel Geschwindigkeit erzeugen. Und nicht hier einfach warten, bis ich meinem Schicksal ergeben bin, dass es nicht mehr geht und dann einen Kilometer von außen komme. Also wenn ich hier bin, bam, das ist das Gefühl. Natürlich hat das Becken vorher begonnen, natürlich hat der Oberkörper vorher begonnen, aber das ist minimal, sind minimale Zeitabstände vorher. Okay, also Nummer 3, ihr müsst das Griffende runter bewegen. Ich sehe gerade, ich bekomme einen Like gerade von meinem Vater. Liebe Grüße und Papa, für dich ist der zweite Punkt, was ich, wenn du das Video nochmal anschaust, Punkt 2 ist für dich ganz wichtig. Okay, so. Dann haben wir ja, Punkt Nummer 4, wie ich zu mehr Schlierkopfgeschwindigkeit komme. Das ist ein bisschen komplexeres Thema und ich möchte ehrlich gesagt nicht zu stark hineingehen, aber es geht darum, man kann die sogenannten Ground Reaction Forces verwenden, also die Bodenreaktionskräfte. Das heißt, wenn man hier am Boden steht, dann gibt es ja die Center of Mass und Center of Pressure und man möchte diese Punkte auf gewisse Stellen hinbewegen, im Schwung kann man sagen, dass man gewisse Bodenkräfte bekommt. Und welche gibt es da? Da gibt es drei Kräfte hauptsächlich. Nummer 1 die sogenannten Glide Forces, also das sind diese Kräfte, die man braucht, wo man von rechts nach links geht, wo man diese seitlichen Bewegungen, die machen natürlich eine gewisse Schlierkopfgeschwindigkeit. Dann gibt es die sogenannten Spin Forces, wo man sich dreht. Das kommt alles vom Boden aus, gell? Von den Füßen, ja? Kommt das aus. Also die Spin Forces. Ja? Und dann gibt es da noch eigentlich den größten Lieferanten für Schlierkopfgeschwindigkeit von diesen Ground Reaction Forces. Und das ist, wer ist am nächsten? Papa Watson zum Beispiel, oder? Papa Davis früher bei den Damen. Alle, die weit den Ball schlagen, springen. Okay, das ist also vertikale Bodenkräfte nennt man das. Okay? Das heißt, man geht im Ballschwung hinunter und hinauf. Ja, und normalerweise ist es so, dass alle Golfer all diese drei benutzen, mehr oder weniger. Aber normalerweise hat man ja ein oder zwei, die man besser verwenden kann von der Anatomie her als die anderen. Und da bietet es sich natürlich an, dass man die trainiert. Und das tue ich zum Beispiel mit diesen jetzt inzwischen sehr populären bei Swing Dynamic Screening, tue ich das natürlich ganz gerne, diese Sachen herausheben bei meinen Schülern und kontrolliere das auf den Bodendruckplatten dann, ob das auch verwendet wird. Aber prinzipiell, dass ihr eine Idee habt, ihr habt jetzt hier eure Füße, der linke Fuß, der rechte Fuß und normalerweise ist ja der Druck ziemlich zentral auf den Füßen, ja. Und dann wollt ihr eigentlich im Aufschwung, dass dann der Druck beim linken Fuß mehr Richtung Fußballen geht und mehr rechts mehr Richtung Ferse. Ich sage nicht Ferse, aber mehr Richtung Ferse und da entsteht so eine Diagonale. Und das erzeugt dann Rotationsgeschwindigkeit und man kann dadurch auch besser den Boden laden für die vertikalen Bodenkräfte. Und also die Idee, dass hier auf einer Schwimmnudel steht und dort aufschwingt, balanciert, ist eigentlich nur für die wenigsten Golfer gut, weil ihr bekommt keine Scherkräfte. Es würde den Rahmen sprengen, wenn ich euch das ganz genau heute erkläre. Und ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, das jetzt zu erklären, aber ich möchte euch einfach, dass ihr wisst, man kann aus den Bodenreaktionskräften wahnsinnig viel herausholen und gerade mit den vertikalen Bodenkräften, das Springen macht sehr viel Schlierkopfgeschwindigkeit, wenn ich hier bin nämlich und auf einmal anfange zu springen, kann ich auf einmal den Schlierkopf sehr schnell beschleunigen, wenn ich das im richtigen Moment gemacht habe. Ich begrüße inzwischen die Zuschauer, die ich hier habe und heute geht es um meine Top 7, wie ich Konzepte zur Erhöhung der Schlierkopfgeschwindigkeit und wir sind jetzt bei Punkt 4 gewesen, Verwendung der Bodenreaktionskräfte und jetzt kommen wir zu Punkt 5. Punkt 5 ist, ja, da gibt es ja
seit den 80er Jahren dieses Konzept von Jim McLean des X-Faktors, wo man gesagt hat, man möchte sein Becken möglichst wenig drehen und den Oberkörper viel drehen, und wenn man das die Becken wenig dreht und den Oberkörper viel dreht, dass dann entsteht so eine Verwindung, so ein X-Faktor, und das, je mehr man hat, desto weiter schlägt man den Ball. Und im Prinzip wissen wir inzwischen von Biomechanikern wie Dr. Kwon, dass dem nicht der Fall ist, also dass der X-Faktor eigentlich keinen Einfluss auf, oder maximal unmessbar wenig Einfluss auf Stehkopfgeschwindigkeit hat. Das ist zwar etwas, was zu erwarten wäre bei einem guten Spieler, dass der Oberkörper mehr dreht als das Becken. Macht auch Sinn, weil wenn er das andersrum wäre, dann wäre der Schwung wohl sehr unkoordiniert, weil ich glaube nicht, dass ein Golfer, der hinterm Schreibtisch sitzt, das Becken mehr dreht als ein Tourspieler, der athletisch ist, der den ganzen Tag sich mit Fitness beschäftigt oder mit Golf beschäftigt, die das Becken dann nur 45 Grad drehen oder 40 Grad oder 35 oder was auch immer. Also es wäre normal, dass der Oberkörper mehr dreht als der Unterkörper, aber X-Faktor bewusst erzeugen finde ich nicht gut. Warum? Weil das eben dann das Restriktieren der Hüfte, dass man versucht, die Hüfte nicht zu drehen und den Oberkörper stark dagegen zu drehen, kann erstens mal einen Haufen Kreuzschmerzen verursachen, Rückenschmerzen verursachen und kann die Druckpunkte am Boden für die Bodenreaktionsplätze negativ beeinflussen. Und ich bin eigentlich eher ein Fan davon im Hobbygolf. Man kann mich leider nicht sehen im Unterkörper, aber ich möchte ganz gerne, dass man hier den Unterkörper ruhig ein bisschen mehr freigibt im Aufschwung, dass man ein bisschen mehr Bewegungsumfang bekommt. Aber ihr wollt nicht zu viel, verhindern, dass ihr dreht. Vielleicht gebe ich die Kamera doch ganz kurz runter, was aber wichtig wäre. Und ich hoffe, man hört mich gut, weil jetzt habe ich immer so einen Kopfhörer da gedreht. Moment, ganz kurz. Ganz kurz da runter irgendwie. Man sieht es nicht leider. Es geht nicht, aber man möchte das Becken steil drehen und nicht flach drehen. Ja, ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen, dass man hier, ich schaffe es leider nicht, tut mir leid, ich habe leider keine Helfer heute, aber ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, ihr wollt nicht, dass das Becken flach dreht, ihr wollt auch nicht, dass die Schultern flach drehen, ihr wollt, dass ein bisschen Kippung da ist, weil dann könnt ihr den Boden besser verwenden und dann kann man auch nicht mehr so viel drehen. Aber wie gesagt, X-Faktor ist bewusst erzeugen, finde ich keine gute Idee. Aber wenn es wer unterrichten will und wer probieren mag, meinetwegen, aber ja, ich habe es nicht gesehen, dass viel bringt. Ja, und Konzept Nummer 6 zu mehr Stehkopfgeschwindigkeit. Es gibt ja diese Idee, dass man sagt, okay, man schwingt auf, ja, und dann lässt man den Rücken zum Ziel gedreht, während das Becken schon zum Ziel geht. Und erst ganz spät bewegt man die Hände nach vorne. Das wäre meiner Meinung nach der beste Weg zu einem Flip, dass man die Hände hier so richtig schön whoop drüber haut, dass man einen schönen Hook macht oder was. Aber für Länge bringt das, glaube ich, nichts. Wir wissen von Dr. Kwon, dass am Ende des Tages zählt, wie viel Bewegungsumfang insgesamt vom Abschwung in den Treffmoment war. Also wenn man Becken zum Beispiel jetzt von 45 Grad geschlossen auf 50 Grad offen sich drehen kann, wenn das 95 Grad, dann habe ich das Potenzial, viel Schlägerkopfgeschwindigkeit zu erzeugen. Ich habe auch bei meinen 3D-Messungen gesehen, dass die längsten, ich habe auch Gott sei Dank ein paar richtige Longhitter schon gemessen auf 3D, die am längsten sind, sind die, die auch am meisten Oberkörpergeschwindigkeit haben. Das heißt, die drehen, keine Ahnung, den Oberkörper 100 Grad auf und sind im Treffmoment dann trotzdem noch 25 Grad, 20, 30 Grad offen. Das heißt, sie haben einen fast 130 Grad Rotation in ja, fast unter einer Sekunde, weil länger dauert der Schwung nicht. Zwischen Aufschwung bis im Treffmoment dauert es ca. Ja, 0,95 Sekunden normalerweise bei guter Spieler, also eine sehr kurze Zeit, und man muss es schaffen, so viel in so einer kurzen Zeit zu drehen. Und wenn man das schafft, natürlich, dann hat man natürlich sehr viel Rotationsgeschwindigkeit und die kann man natürlich dann wunderschön verwenden für
Schlägerkopfgeschwindigkeit. Okay? Das heißt, bitte versucht nicht zu verhindern, dass euer Rücken dreht. Versucht bitte euren Oberkörper ruhig im Abschwung so offen zu bringen, wie es geht. Es geht eh nur so viel, wie man es anatomisch kann. Aber bewusst versuchen, das zu verhindern, das finde ich keine gute Idee. Das ist natürlich ein Konzept, das wird sehr gerne gemacht, wenn jemand over the top ist. Aber meiner Meinung nach gibt es andere Hauptgründe für over the top und nicht ein Drehen des Oberkörpers. Okay? Also das wäre für mich zu einfach persönlich. Ja, ja, und das letzte von meinen Top 7, das sehe ich immer wieder, erst heute gehabt. Ich gehe jetzt noch ganz kurz wirklich runter, dass man das sieht. So, ich glaube, jetzt geht's hier. Das ist so, wenn jetzt hier steht hier und ihr bewegt jetzt euren linken Arm im Aufschwung über die Brust hier. Also ihr wisst ja, dass der linke Arm im Aufschwung im Prinzip diese Bewegung macht. Okay? Das heißt, wenn ich hier stehe, macht er zuerst die Bewegung hier. Und wenn ich dann hier oben bin, ist dann die Hände sind dann circa hier bei der Schulter ungefähr. Gell? Wenn ich das nicht mache, bin ich dann hier vorne. Das ist ein Riesenproblem, wenn man das ist, aber es muss hier sein. Aber es gibt auch den anderen Fall, und das ist, wenn Leute versuchen, extrem viel zu drehen, dass sie beginnen, den Arm viel zu viel über die Brust zu kreuzen, also viel zu viel hier. Und das Problem ist nicht nur dann, dass sie nicht gescheit zum Ball kommen, das Problem ist, dass sie dann die Hände auch nicht drauf bewegen können. Das heißt, sie bekommen auch das Griffende nicht näher zum Ziel, so wie ich es euch vorher gezeigt habe oder erklärt habe, wollen wir das Griffende nahe zum Ziel bringen. Und wenn sie, wie gesagt, extrem den linken Arm gegen die Brust drückt, könnt ihr nicht mehr aufschwingen, und ihr wollt bitte schon, wie gesagt, die linke Brust ein bisschen kreuzen, aber ihr wollt auch irgendwo einen gewissen Bewegungsumfang bekommen, gerade beim Treiber. Okay, das heißt, und das nächste, was passieren kann, wenn man hier das viel zu viel macht, ist, dass man das so ladet, dass die Arme von selber darüber wollen. Und das habe ich, glaube ich, letzte Woche schon gesagt bei dem Over the Top Video, dass wenn ihr das viel zu viel macht, wollen die Hände darüber, und dann habt ihr diesen wunderschönen Over the Top Move Slice Sockets, habe ich jetzt heute schon gesehen mit dieser Bewegung. Und wie gesagt, das wollt ihr bitte möglichst tunlichst vermeiden. Ihr wollt gemäßigt den linken Arm über die Brust bringen. Okay, das waren jetzt mal meine 7 Konzepte. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, aber ich denke mal, das sind solche, die man vielleicht nicht jeden Tag hört. Und ja, jetzt mache ich mal eine kleine Bonusgeschichte noch. Christian Sternert schreibt: Super Pause, danke für die Tipps. Danke, Christian. Aber jetzt kommen noch Tipps, 2 Übungen noch. Bitte bleib dran, Christian. Okay? Also, ich versuche ein bisschen wegzugehen. Ich hoffe, man wird mich hören, weil ich habe ein externes Mikrofon heute. Also, vielleicht hört man mich sogar. Die erste Übung ist, ich muss nur schauen, wie weit ich da weggehen kann, nicht das Kabel erwische, so passt es, glaube ich. So, die erste Idee ist Sequenz, das heißt, man versucht abzuschwingen, also bevor man quasi abschwingt, dass man zuerst mit dem Unterkörper startet, okay? Viele beginnen, dass sie hier schon zu früh anfangen, und ich möchte, dass ihr mal prinzipiell eine Übung macht, und schaut, ob es euch schwer fällt. Ihr stellt sich in eine normale Position, da gibt es den linken Fuß zum rechten Fuß, und in dem Moment, wo es jetzt ausholt, bitte, möchte ich, dass ihr jetzt wieder auch mit dem linken Fuß wegsteigt und auf den linken Fußball steigt, okay? Das heißt, ihr seid hier, schwingt los, steigt auf den Fußball und jetzt schwingt es durch, okay? Ich schaue jetzt so blöd aus, weil ich einen Linkshänderschläger in der Hand habe und mich mit der Frontkamera filme, und das ist wirklich hoffentlich als Rechtshänder. Und das ist bitte mein Linkshänderschwung, den es jetzt gerade seht. Ich hoffe, ich kann das. Es schaut nicht zu lächerlich aus, dass ich es nachher posten kann, dass ich es nachher noch online lassen kann. So, also ich gehe jetzt her, linker Fuß zum rechten, schwingt es auf den Fußball steigen und bumm. Okay, also die Arme kommen erst an zweiter Stelle und nicht der Arme zuerst. Wenn ihr es dann ganz gut macht, könnt ihr euch hinstellen. Also werden sie dann hier wegschwingt, steigen. Versuchen einen flachen
Handfahrt zu machen und dann erst abzuschwingen. Das ist die Königsklasse, wenn du das auch noch schaffst. Okay, also das ist eine super Übung, die allgemein überhaupt das Ballstriking sehr stark verbessert. Und dann habe ich noch eine Übung für euch. Es gibt übrigens tausende Übungen, die ihr natürlich alle bei mir im Golfunterricht lernen könnt, aber wie gesagt, ein paar teile ich gerne. Und ich finde es ganz gut auch, die Übung, dass man versucht, auch schnell zu schwingen. Ja? Also viele Amateurgolfer versuchen ja irgendwie ja, den Ball gerade zu schlagen. Und Entschuldigung, gerade zu schlagen und vergessen dann oft, dass Länge tatsächlich fast wichtiger ist, wie gerade zu sein. Also ich spreche jetzt nicht von Bälle verlieren, aber ihr wollt eigentlich schneller schwingen und auch lernen, mit einem schnellen Schwung den Ball zu treffen. Und ich finde es sehr gut, dass man beginnt, dass man einen Schwung macht, also ohne Ball. Einen Schwung, wo man zuerst einmal richtig schön ein bisschen Gas gibt. Dann beim zweiten Mal wird man schneller. Und beim dritten dann maximal, okay? Bitte, das ist mein linkshänder Schwung. Und ich versuche mir jetzt nicht weh zu tun. Aber das schaut dann in der Action so aus. Eins, zwei und drei. So. Und wenn sie das ein paar Mal macht, geht es hin, haut es drauf. Und ich bin überzeugt, wenn sie das ab und zu macht, dass ihr ein paar Meter Schnierkopfgeschwindigkeit rausholen könnt aus der Sache. Und ich bin überzeugt auch, dass ihr mit der Zeit beginnen werdet, den Ball auch in der Mitte der Schlagfläche zu treffen. Okay, gibt es irgendwelche Fragen noch zum Abschied? Keine mehr. Dann bedanke ich mich bei euch. Danke auch, dass ihr auch so zahlreich an der Umfrage teilgenommen habt. Ich versuche demnächst wieder eine Live-Session zu machen. Ich habe schon sehr viel Unterricht, weiß nicht, wann es als nächstes geht. Vielleicht kann ich wirklich mal diesen rostigen Golfschwung, also wie man zu einem guten Golfschwung kommt nach dem Winter, vielleicht kann ich das einmal drehen, wenn ich Zeit habe. Aber falls ihr jetzt erst dazu kommt, in diesem Video ging es um meine Top 7, um mehr Schlierkopfgeschwindigkeit zu erlangen. Und ich werde dieses Video, nachdem ich ja auf Stopp gedrückt habe, posten auf meiner Seite Progressive Golf, beziehungsweise, wenn es mir gefallen hat, auch auf dem YouTube-Kanal. Und bitte euch dann, das noch mehr anzusehen, wenn ihr es jetzt dazu schaut und euch das interessiert, was ich von mir gebe. Am nächsten Freitag habe ich hier im Golfclub Linz, hier auf diesem Puttinggrün da hinten, da ist es da hinten, habe ich den Kurs Best of Aimpoint 1. Best of Aimpoint 1 ist ein kleines Experiment, wo ich Teile vom Grünlesen mit Teile von der Aim Speed Kurs mische. Und nächste Woche ist Best of Aimpoint 1 um 17 Uhr im Golfclub Linz. Da geht es um Grünlesen Teil 1 mit den Fingern und ich bringe euch ein bisschen Zielen bei und ich habe noch 3-4 Plätze habe ich noch frei, falls ich gerne anmelden will. Einfach bitte per E-Mail christoph@bausek.at anmelden oder im Messenger, nehme ich auch entgegen natürlich. Gell? Also, wenn keine Fragen mehr kommen, dann würde ich sagen, habt ein schönes Wochenende und viel Spaß und spielt gut Golf und wir sehen uns.